Ja, Herr Hasenauer, vielen Dank für die Einführung. Ich hoffe, dass diese Reihe dann, nachdem es genügend plakatiert ist, auch genügend Zuspruch findet. Hegel und das Christentum soll eigentlich so bleiben, weil es ging mir darum, an Beispiel Hegel etwas über das Verhältnis von Philosophie und Religion insgesamt zu sagen. Philosophie und Religion stehen ja spätestens seit dem Mittelalter in einem spannungsreichen Verhältnis, wo die Philosophie als Ancilla Theologiae angesehen wurde. Seit ihren Anfängen und auch im Kontext verschiedener Kulturen beschäftigt sich die Philosophie mit Fragen der Religion, mit Fragen einer rationalen Kritik oder Begründung von Religion. Das Phänomen Religion stellt eine besondere Herausforderung für die Philosophie dar. Das religiöse und philosophische Wirklichkeitsverständnis stehen sich dabei oft diametral gegenüber. Vernunft und Glauben scheinen unversöhnlich. Heidegger sprach sogar von der Todfeindschaft zwischen Philosophie und Theologie. Eine Weise, diese Frontstellung zu unterlaufen, ist immer schon der Versuch gewesen, die vernünftigen Grundlagen der in unserem Kulturkreis insbesondere christlichen Religion freizulegen. Einer derjenigen, die hier besonders wirkmächtig geworden sind, ist Georg Wilhelm Friedrich Hegel mit seiner Religionsphilosophie, die bis heute weiter wirkt, vor allem in der evangelischen Theologie, wenn ich an Pannenberg oder an Graf denke. Eine besonders eindrucksvolle Interpretation des Christentums gibt Hegel in der Phänomenologie des Geistes unter dem Titel Die offenbare Religion. Das Christentum ist hier die absolute Religion, die alle anderen Religionen in sich aufnimmt. Der Übergang zum Christentum wird rein vom Hellenismus her gesehen, nicht als Entwicklung im Judentum. Im Christentum bricht die Erfahrung auf, das Endliche ist das Absolute, Christus ist Gott. Der selbsthafte Mensch versteht sich als eins mit Gott. Hegel fährt mit einem Blick auf den Hellenismus fort. Die Spätzeit des Griechentums, der Dreusen den Namen Hellenismus gab, ist gekennzeichnet dadurch, dass das, was als religiöse und politische Substanz des griechischen Lebens Verbindlichkeit gab, abgelöst wird durch die Rechtsperson, die private und einzelne Person, die alle Verbindlichkeit durch eigens eingegangene Verträge glaubt sichern zu können, im römischen Recht, und durch die philosophische Gestalt. Skepsis und Stoizismus haben die Ataraxie des Selbstbewusstseins herausgestellt. Hegel schreibt, die gedachte Person des Stoizismus und die haltlose Unruhe des skeptischen Bewusstseins machen die Peripherie der Gestalten aus, welche erwartend und drängend um die Geburtsstätte des als Selbstbewusstsein werdenden Geistes umherstehen. Soweit Hegel. Das Hauptproblem der hellenistischen Zeit ist das des Selbstbewusstseins, welches sich selbst absolut als Substanz setzt, aber als einzelnes Selbstbewusstsein gerade das Absolute außer sich lässt und so unglückliches Bewusstsein ist. Hegel legt das Selbstbewusstsein schon in die spätgriechische Zeit, nicht erst, wie wir das tun, in Descartes oder allerhöchstens Augustin. In diesem unglücklichen Bewusstsein sieht Hegel auch wesentlich das christliche Bewusstsein. Im Weiteren stellt Hegel zwei Sätze auf. Erstens, die Substanz ist Selbstbewusstsein geworden. Und zweitens, das Selbst ist das absolute Wesen. Der zweite Satz enthält in sich die Umkehrung. Das Absolute ist das Selbst. Wie geschieht diese Umkehrung? Der erste Satz meint, dass das Selbstbewusstsein in der christlichen Religion sich absolut setzt. Das substanziell Göttliche hat immer mehr die Gestalt des Menschen, des Subjekts angenommen. Was heißt aber der zweite Satz? Das Selbstbewusstsein entäußere sich seines Selbst und mache sich zur Dingheit. Das Selbstbewusstsein, das sich am Ende der Kunstreligion als die Macht über die Götter erfahren hatte, Hegel denkt an die antike Komödie, und in dem die Entfaltung der religiösen und politischen Substanz Griechenlands endete, versteht sich doch wieder aus dem Substanzsubjekt. Das wirkliche Selbstbewusstsein muss die Entwicklung vom dinglichen Gott zum Gott der menschlichen Gestalt noch einmal mitmachen und begreifen, dass diese Entwicklung nur seine eigene Macht,
sein eigenes Selbsthaftes ist. Die Entwicklung zum selbsthaften Gott ist eine Entwicklung des An sich. Und das wirkliche Selbstbewusstsein muss sich in dieser Entwicklung wiedererkennen. Der Geist in der Form des Selbstbewusstseins hat eine wirkliche Mutter, aber einen an sich seienden Vater. Hegel spielt hier auf die Jungfrauengeburt an. Wir haben also zwei Entwicklungen. Einmal die Entwicklung in der bisherigen Religionsgeschichte und zweitens die Entwicklung im Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein muss erkennen, dass seine Entwicklung nichts anderes ist, als was auch Ziel jenes Prozesses ist, den die Göttervorstellungen erleiden. Wenn das Selbst sich so wiederentdeckt, kann es die These aufstellen, dass alles das, was ist, selbsthafter Geist ist. Das ist aber eine unzureichende Interpretation. Man muss vielmehr zeigen, wie wirklich das Substanzielle zum Subjekt wird. Das geschieht in einer dreifachen Weise. Erstens als sinnliche Gewissheit. Das Ding ist Kraft. Das macht Hegel am Anfang der Philologie deutlich. Zweitens als Vorstellung. Die erfüllte Form der Kraft findet sich im Lebewesen, im Tier. Und drittens eben als Selbstbewusstsein. Eine noch höhere Form ist das selbstbewusste Wesen. Dieser Mensch lebt in Gemeinschaft. Das heißt in Hegelscher Terminologie, er ist Geist. Dieser Stufenfolge liegt die Entwicklung der Phänomenologie des Geistes zugrunde, dass das Sein des Dinges sich als Geist darstellt. Jetzt wird der Geist sich selber wissender Geist. Der Geist stellt sich vor und diese Vorstellungen sind die religiösen Vorstellungen, die nun wieder eine Entwicklung durchlaufen, wieder vom unmittelbaren oder sinnlichen Bewusstsein zum Selbstbewusstsein. Zur sinnlichen Gewissheit. Die Religion muss die Aufgabe lösen, den Gott, der als Selbstbewusstsein dasteht und dessen Selbsthaftigkeit eine Beziehung haben muss zu meiner Selbsthaftigkeit, gemäß der sinnlichen Gewissheit als ein Dieses aufzufassen. Hegel schreibt, dies, dass der absolute Geist sich die Gestalt des Selbstbewusstseins an sich und damit auch für sein Bewusstsein gegeben, erscheint nun so, dass es der Glauben der Welt ist, dass der Geist als ein Selbstbewusstsein, das heißt als ein wirklicher Mensch da ist, dass er für die unmittelbare Gewissheit ist, dass das glaubende Bewusstsein diese Göttlichkeit sieht und fühlt und hört. Soweit Hegel. Das meint die historische Menschwerdung Gottes. Die absolute Religion bestimmt Hegel als offenbare Religion. Gott ist geoffenbart in der Geschichte, weil er offenbar sein wollte. Jetzt ist nichts mehr Geheimes an Gott. Gott ist Selbstbewusstsein und wir sind Selbstbewusstsein. Die göttliche Natur ist dieselbe wie die menschliche. Gott, schreibt Hegel, ist allein im reinen spekulativen Wissen erreichbar und ist nur in ihm. Und ist nur es selbst, denn er ist der Geist. Und dieses spekulative Wissen ist das Wissen der offenbaren Religion. Hier spricht also Hegel der Religion noch spekulatives Wissen zu. Später übrigens in seiner späten Religionsphilosophie nicht mehr. Zweitens, vorstellen. Es genügt nicht, dass man Gott in diesem einen historischen Menschen weiß, denn dieser eine historische Mensch ist etwas Vergängliches. Dieses unmittelbare Selbstbewusstsein wird vermittelt mit dem allgemeinen Substanziellen. Er ist nur als der Auferstandene eins mit Gott, dem Vater. Was heißt das? Der Gegenstand des religiösen Bewusstseins, Jesus, ist gleich dem glaubenden Bewusstsein. Beides ist Selbstbewusstsein. Gott ist reines Denken, zugleich aber auch unmittelbares Sein. Dieser konkrete historische Mensch. Das ist genau die sinnliche Gewissheit. Diese Einheit von Denken und Sein ist Thema eines spekulativen Wissens. Diese Einheit wird in Vorstellungen vergegenwärtigt. Das sinnlich Erfahrbare wird also spekulativ aufgefasst. Auch die offenbare Religion, weil sie eben mit Vorstellungen operiert, ist innerhalb des Systems des absoluten Geistes noch unvollkommen. Denn das Vorstellen des spekulativen Inhalts, der Jesus ist der Christus und daher mit Gott eins, hat das Fatale an sich, dass die verschiedenen Seiten, die vom Begriff zusammengehalten werden, auseinandergerissen werden. Und zwar eben dadurch, dass die Vorstellung noch an Sinnlichem hängt. Die Vorstellung fasst den spekulativen Zusammenhang, also die Einheit der göttlichen und der menschlichen Natur,
nur so, dass sie Jesus als den Christus in die Geschichte stellt und Gott in ein Jenseits. Damit verkehrt sich die Spekulation in ein bloßes Meinen. In diesen Vorstellungen lebt nur, wie Hegel sagt, der Instinkt zum Begreifen. Aber dieser Instinkt kann irregeleitet werden, zum Beispiel in der Weise, dass der Glaube als ein geschichtlich tradierter zu einem bloßen Erbstück der Tradition herabsinkt und damit zu etwas erkenntnislos Totem wird. Hegel entwickelt eine spezifische Lehre vom dreifaltigen Gott. Er sagt nicht, Gott bzw. das Absolute, das höchste Wesen, ist Vater, Sohn und Geist, sondern er sagt, das höchste Wesen ist in dreifacher Weise da. Erstens für das reine Denken als die reine Substanz, der Vater. Zweitens für das Vorstellen als Sohn. Hegel meint die Vorstellung vom Vater, der den Sohn zeugt, beziehungsweise vom Schöpfer, der die Welt erschafft. In dieser Welt muss der Mensch, der daseinende Geist, seine Endlichkeit zum Geistsein hin überwinden. Auf diesem Durchgangspunkt kann er gut und böse werden. Das trifft auch für die Engel zu, Luzifer. Die Erschaffung der Welt durch Gott ist die Selbsterniedrigung Gottes oder das Zulassen des Bösen, der Zorn Gottes, was auf Jakob Böhme zurückgeht. Drittens für das Selbstbewusstsein der Gemeinde als der Geist. Der Jesus wird als Christus geglaubt, aber erst dadurch, dass er in den Tod geht und aufersteht. Und das wiederum ist für die Gemeinde die Möglichkeit, im Heiligen Geist verbunden, eins zu sein mit dem Selbstbewusstsein. Auch da aber bleibt das Selbstbewusstsein der Gemeinde an das Element der Vorstellung gebunden, die heilige Geschichte. Denken, Vorstellungen und Selbstbewusstsein sind also die drei Elemente, in denen das höchste Wesen in unterschiedlicher Weise sich zeigt. Aber doch so, dass Denken, Vorstellen und Selbstbewusstsein selbst wieder in ein Vorstellen, in einem weiteren Wortsinn gehören. Drittens und letzte Stufe, das Wissen. Die Vorstellung von Jesus als Christus macht nicht ganz ernst damit, dass dieser Jesus ein zufälliger Mensch ist. Diese Vorstellungen sind nur für das andächtige Bewusstsein. Das wirkliche Bewusstsein bleibt aber zugleich in seinem Alltag stehen, wo es mit den Zufälligkeiten der christlichen Geschichte zu tun hat. Weil das religiöse Bewusstsein vorstellend ist, an Sinnliches anknüpft, nämlich den historischen Jesus, und darüber dann eine religiöse Symbolik breitet, deshalb ist es nicht fähig, sich dem alltäglichen Bewusstsein, welches in der religiösen Geschichte nur Zufälligkeiten sieht, zu versöhnen. Und so ist die Versöhnung der Gemeinde, der Heilige Geist, zwar im Herzen der Gemeinde, aber dieses Herz ist mit dem Alltagsbewusstsein noch entzweit. Der Geist der Gemeinde ist gespalten in ein religiöses und in ein wirkliches oder weltliches Bewusstsein. Die Aufhebung dieser Spaltung ist erst im absoluten Wissen erreicht. Kunst und Religion haben also dies gemeinsam, dass sie beide an Sinnlichkeit gebunden und daher nur unvollkommene Formen von Versöhnung sind. Allerdings gibt es einen charakteristischen Unterschied. Die Kunst hat es mit sinnlichen Bildern, also mit Statuen, zu tun, während die christliche Religion mit den gedanklichen Verarbeitungen dieser Bilder, Hegel spricht eben von Vorstellungen, arbeitet, die aber doch noch nicht beim Begriff ankommen. Deshalb steht über Kunst und Religion bei Hegel als dritte Form der absolute Geist, nämlich die Philosophie. Ganz herzlichen Dank.